Guten Tag und willkommen zurück hier bei Nintendo Switch Sports. Es geht weiter mit Badminton und ich bin schon sehr gespannt, wie das umgesetzt wurde. Ich sehe gerade, Tennis gibt's auch. Okay. Ach Moment! Da fällt mir gerade wieder ein, ich glaube, Golf wird noch nachgepatcht. Aber gut, machen wir. Sobald es soweit ist. So, und man sieht hier, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Nicht mehr so viele, nicht mehr so viele Profile. Das war echt ein bisschen nervig. Aber gut, scheiß drauf. Let's go, Badminton. 1 gegen 1. Ja, ich bin Rechtshänder, also schlagen wir mit rechts. Los geht's. Ich habe Badminton immer sehr gerne in der Schule gespielt. Und so manchmal auch mit der Familie. Aber halt eher selten. Egal, David. Geil. Aber viel habe ich es nicht gespielt. Aber wie gesagt, in der Schule habe ich sehr gerne gespielt. Also denke ich, dass ich hier auch sehr gut sein werde. Und das Badmintonfeld ist echt ein bisschen klein, ne? Muss ich? Oh, shit. Ich sack gerade mega rein. Egal. Kriegen wir hin. Okay, let's go. Ah, meine Fresse. Ich sack jetzt mega rein. Und ich habe vergessen, dass man beim Badminton von unten schlägt. Und nicht wie beim Tennis erst hoch wirft. Da habe ich das Mikrofon geschlagen. Let's go. Ich weiß nicht, was das... Ich weiß nicht, was das soll. Warum man nicht... normal steuern kann. Das wäre viel cooler, wenn man... Okay, nice. Jetzt habe ich auch mal einen Punkt gemacht. Das wäre viel cooler, wenn man seinen Charakter frei steuern könnte. Das würde ich echt fühlen. Vielleicht kann man das ja... Okay, nice. Man kann also, wenn man von oben nach unten schlägt, ganz normal schmettern. Aber das sagt einem natürlich niemand. Muss man natürlich selber rausfinden. Und so langsam habe ich's. Ja, ich fände das irgendwie cooler, wenn man seinen Charakter selber steuern könnte, dass man ja halt nicht von alleine läuft. Dass das halt so ein bisschen... Ja, versuche ich doch. Okay. Dass das halt so ein bisschen anspruchsvoller ist. Aber vielleicht kann man das noch umstellen. Wer weiß. Muss mal schauen. Okay, und... Jetzt... Ja, komm, mach doch! Alter! Jetzt haben wir einen dritten Punkt. Geil, das bockt sich. Aber ich fände es, wie gesagt, viel besser, wenn man... Hä? Was zum Teufel? Ich fände es, wie gesagt, viel besser, wenn man... von alleine, nicht von alleine laufen würde, sondern sich frei steuern könnte. Aber wie gesagt, einfach mal schauen, vielleicht geht das ja hinterher und ja, der Joy-Con ist wieder richtig cool. Hat man aber auch eben gesehen, als ich versucht habe, es zu kalibrieren, dass der hier rummuckt. Den lieber weiter nach rechts geschlagen. Genau so. Und jetzt schön weit nach links. Zack. Auch wenn ich ihn hätte nach rechts schmettern sollen. Es hat gereicht. Komm. Matchball.
Let's go. Und jetzt machen wir nochmal ein richtig gutes Play. Stoppball. Okay. Okay, cool. Was war das andere? Ich hab's jetzt nicht gesehen, leider. Aber gut. Ändern wir mal die Spieleinstellung. Und zwar auf extrem stark. Und ich frag mich, wann man hier diese Cosmetics freischalten kann. Beziehungsweise, ob man sich noch einen anderen Titel geben kann. Weil bei mir steht ja gerade noch Anfänger. Da, seht ihr das? Habt ihr es gerade gesehen? Wer es rumspackt? Also, Joy-Con hat echt einen weg. Aber gut, wie gesagt, neue Joy-Cons sind bestellt. Im nächsten Part haben wir dann die neuen Joy-Cons, können dann mit den neuen Joy-Cons spielen. Ach, Mann, ey. Und man merkt auf jeden Fall, es ist schwieriger. Also keine Sorge. Warum legt er sich denn immer aufs Maul? Ist das Timing echt so extrem wichtig? Komm, mach. Okay, geil. Da habe ich schon wieder zu früh geschwungen. Da sieht man es nochmal. Da habe ich geschwungen und dann nochmal. Ich finde, das sollte so bewertet werden, dass man dann halt einfach daneben schlägt. Dass man schlägt, aber halt zu früh. Dass man dann keine Chance oder eine geringe Chance noch hat, den Ball überhaupt rüber zu spielen. Und ich werde richtig abgezogen jetzt. Beim Volleyball ging's noch. Oder was jetzt ging's noch? Da war ich echt gut. Auch bei den sehr schweren Gegnern. Aber jetzt... Jetzt ist das tatsächlich eine andere Sache. Okay, schön. Auf so einen Stoppball immer schön mit einem Stoppball reagieren. Nice. Ey, was? Was soll das? Er hat gerade absolut nicht reagiert. Ja, shit. Das ist... Achso, er war dran. Okay. Jetzt hat er schon wieder nicht reagiert. Cool, danke dafür. Ey, was soll das denn, Mann? Das ist doch echt Beschiss. Warum reagiert diese Drecksau nicht? Komm, wir machen das aber nochmal neu. Und jetzt vernünftig mit... Bitte... Alter, spack das rum. Holy shit. Okay, mit funktionierender Steuerung werde ich es wahrscheinlich nicht kriegen. Aber wenigstens ohne Beschiss. Bitte. Hallo? Schlag doch, wenn ich schlagen will. Mann, was ist das? Okay. Und ich werde echt richtig zerfetzt. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich verstehe es nicht.
Bringt das überhaupt was, die ganze Zeit Schmetterbälle zu machen? Wahrscheinlich. Ach, Mann, ey. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, weswegen ich mir wünschen würde. Komm, ey, was soll das? Weswegen ich mir wünschen würde, dass man den Charakter selber steuern kann. Um da halt schon mal hinzugehen. Und nicht, wenn man ein schlechtes Play gemacht hat, dann quasi keine Chance mehr darauf hat, reagieren zu können. Er wollte jetzt schon wieder nicht. Habt ihr es gesehen? Spielende. Was ist das denn? Und vor allem, wie kann ich die... Achso, Moment, da gab es noch irgendwas anderes, ne? Es wurde irgendwas anderes noch unten angezeigt. Ich habe es jetzt die ganze Zeit nicht beachtet. Ja, komm, ich will spielen. Mach doch. Alter. Dein Team muss 5 Punkte erzielen. Ach, neu kalibrieren war's. Habe ich mich echt gut gefangen? Das war kacke. Holy shit. Warum hat er denn da gefailt? Warum hat er denn da gefailt? Ich weiß nicht, vielleicht ist das... Vielleicht ist das, weil mein Joy-Con am Rumspacken ist und sich der Schläger einfach manchmal komisch dreht. Also da war es jetzt auf jeden Fall nicht der Grund. Schätze ich. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn dann die neuen Joy-Cons da sind. Und ich hier vernünftig spielen kann, ohne irgendwie Bedenken zu haben. Ups, da habe ich wieder das Mikro gekloppt. Ohne irgendwie Bedenken zu haben, dass hier die Steuerung am Abspacken ist. Und ich verstehe es nicht. Wie können die immer an den Ball kommen? Ich meine, ja klar, sehr schwer, ist klar. Dass sie dann gut spielen. Aber es ist doch extrem unverhältnismäßig, wie schnell die vor allem immer an den Ball rankommen. Okay, schönes Ding. Schnell gespielt. Und reingekloppt. Na, mach hoch das Teil. Schön so. Und dann... was ist da denn jetzt schon wieder passiert? Ich weiß es nicht. Aber okay. Ich denke, jetzt habe ich es so langsam raus. Lass spielen. Let's go. Und ich drehe den Joy-Con nicht. Ich drehe ihn nicht. Er hält ihn manchmal so quer, so senkrecht. Da sieht man's. Er springt auf einmal rum. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber ich glaube halt nicht. Und ich glaube, man muss echt
immer so gut es geht warten, bis man wirklich am Ball ist. Sonst riskiert man einen schlechten Schlag. Scheiße. Es ist mega unverhältnismäßig, wie gut die an den Ball rankommen können. Warum hat sich mein Mii jetzt so langsam bewegt? Wow. Er war jetzt schon wieder mega schnell am Ball, während ich durchgehend nach hinten gedrängt werde. Okay, nice. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das soll. Wirklich nicht. Ah, da hätte ich kurz spielen müssen, genauso wie hier. Ja. Kriegen wir hin. Und jetzt darf er die ganze Zeit schmettern. Und mein Mii bewegt sich schon wieder extrem langsam. Ich werde durchgehend nach hinten gedrängt, leider. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Meine Fresse, ist das nervig. Lass mal neu beginnen. Ich will unbedingt ein Spiel gewinnen gegen die. Aber es ist... Man braucht sich allein... Ich habe gerade versucht, den Joy-Con zu drehen und man braucht sich allein die Steuerung da anschauen. Der Schläger dreht sich nicht mit dem Joy-Con. Mach doch den Aufschlag, Alter. So langsam nervt es aber. Werde nach hinten gedrängt. Ich werde so extrem nach hinten gedrängt, während er locker den Ball schlagen kann andauernd. Mann, mach doch bitte. Es ist so ein Beschiss. Wow, cool. Kann ich direkt von vorne starten. Ich verstehe es nicht. Was für einen Fehler mache ich denn? Ich schnall's nicht, wirklich nicht. Los geht's. Mach den Aufschlag, du Drecksau, Alter. Okay, ich glaube, es liegt wirklich... Ich am Upragen bin bei so einem scheiß Sportspiel. Alter, das kann nicht sein. Ich glaube, es liegt wirklich an dem Joy-Con, was ich hier nicht vernünftig spielen kann. Allein, wenn man sich das Mii anschaut. Holy shit. Wie es am Rumspacken ist einfach nur. Los geht's. Gut, dann spielen wir hier halt jetzt mal die Runde zu Ende und dann würde ich sagen,
beenden wir hier den Part. Und er wollte... Ich hab geschlagen und er wollte noch nicht mal hinspringen. Das wäre sowieso nichts geworden, klar, aber... Jetzt immerhin probieren wollen. Ich schnall's echt nicht. Es ist so ein Scheiß. Es ist so ein heftiger Scheiß. Da habe ich jetzt... Ich verstehe noch nicht mal, warum er da jetzt einen schlechten Schlag gemacht hat. Aber wie gesagt, ich hätte echt gerne, dass man sein Mi selber steuern kann. Damit so ein Scheiß nicht mehr passiert. Weil ich verstehe halt echt manchmal nicht, warum das Mii so langsam dahin läuft. Hier bin ich extrem schnell am Ball, die ganze Zeit durchgehend. Und jetzt nimmt's wieder ab. Und jetzt will er noch nicht mal schlagen. Ja, okay. Dann zieh mich halt ab. Schade. Schade, dass der Controller so rumspacken muss. Wenn es überhaupt daran liegt. Aber ich gehe mal davon aus. Weil... Ich bin ja andauernd am Ball, nur dann schlägt mein Mi den Ball so extrem verkrüppelt rüber. Wofür es eigentlich keine Begründung gibt. So, ich bin am Ball, lage vernünftig, aber bringt nichts. Wurde die Handgelenkschlaufe angelegt? Nein, wurde sie nicht. Jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Kann man das vielleicht ausstellen? Farbalternativen? Was? Ich denke, nächsten Part probieren wir das mal, was das macht. Ich denke mal, dass es für Farbenblindheit ist. Also gegen Farbenblindheit. Dass man, dass Farbenblinde das einfach ein bisschen besser sehen können, die Dinge, die auf dem Bildschirm sind. Aber ja, werden wir uns im nächsten Part anschauen. Und ich schaue hier mal, ob man hier irgendwas Nützliches einstellen kann. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und dann sogar mit vernünftigen Joy-Cons. Und dann gibt es wirklich keine Ausrede mehr für mich, hier zu verkacken. Vor allem nicht beim Schwertkampf. Bis demnächst und ciao.